Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick aufs Bochumer Winzerfest. Die ersten Bochumer Winzerfeste wurden in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts im sogenannten Dritten Reich durchgeführt. Die offizielle und vorliegende Festschrift zum zweiten Bochumer Winzerfest ist auf Sonntag, den 22. Oktober 1934 datiert. Nachdem der jüdische Weinhandel durch die Nationalsozialisten praktisch zum Erliegen kam, ergriff eine schwere Weinabsatzkrise den pfälzischen Weinbau. In der Pfalz wurde die deutsche Weinstraße durch Stauder der Höhe ins Leben gerufen. In Bochumheim hat man durch ein großes Weinfest den Weinabsatz anzukurbeln. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Weinfestlinien, es gab andere Probleme. Junge Männer mussten den Krieg und viele kamen nicht mehr zurück. Die übrig gebliebenen fingen an, die zerstörte Heimat wieder aufzubauen. Deutschland erholte sich, kam ganz langsam wieder zu Wohlstand. Eine alte Weisheit sagt, wer kräftig arbeitet, darf auch kräftig feiern. So waren die ersten Nachkriegswinterfeste feuchtfröhliche Angelegenheiten. Der Weihnachtsplatz ging nach oben, das Bochumer Winterfest bekam immer mehr Besucher. Erwähnenswert sind die vielen Sonderzüge aus Bonn, die Deutsche Bahn extra in dem Winterfest einsetzte. Dass das Bochumer Winterfest 75 Mal stattfinden konnte, ist in erster Linie dem Bochumer Gemeinderat und seinem Ausschuss Winterfest und Kulturen, seinen Vereinen und vielen Einzelpersonen zu verdanken. Erwähnenswert sind die Namen Jakob Bösens, Christian Schreiber, Karl-Ludwig Böhm, Hans Niederberger, Günter Sorge und seit über 10 Jahren Wieland Benz. Es hat sich in diesen über 80 Jahren viel verändert. Ich kann mich gut erinnern an die landwirtschaftliche Ausstellung Ende der 50er Jahre unten am Bahnhof, später mehrmals auf dem Sportplatz und nach vielen Jahren Pause und jetzt wieder um das Haus der Deutschen Weinstraße. Ein kulturelles Highlight geblieben ist der Mundartdichter Wettstreit, der dieses Jahr zum 64. Mal durchgeführt wurde. Verabschiedet haben wir uns von dem Fühls- und Wertungssingen, was später zum Freundschaftssingen umgewandelt und vor 2 Jahren, 2015, zum letzten Mal durchgeführt wurde, weil die Anzahl der Chöre massiv rückläufig wurde. Hatten wir 1976, also vor 40 Jahren, 12 Chöre mit 630 Sängern, der stärkste Chor trat damals mit 90 Sängern an, waren es im letzten Jahr des Bestehens nur 5 Chöre mit weniger als 200 Sängern. Bockenheim hat keinen ausländischen Haushalt. Deshalb achtet die Kommunalaufsicht darauf, dass kein Minus beim Winterfest gemacht wird, was auch in den letzten Jahren mit vereinten Kräften auch geschafft wurde. Ganz anders 1986, also vor 30 Jahren. Das Rechnungsergebnis 1986 wies einen Fehlbetrag von über 30.000 D-Mark aus. Das 50. Bochumer Winzerfest wurde vor 25 Jahren im Jahr 1991 entsprechend gefeiert. In einer Festschrift wurden die Ereignisse der bisherigen Winzerfeste festgehalten. Vor 50 Jahren, im Jahr 1966, ist es interessant, dass es freitags und montags sogenannte gute Abende mit ähnlichem Programm gab. Bei den Preisträgern zum 40. Mundartdichter Wettstreit sind so bekannte Namen wie Dr. Wilhelm Daudermann, Susanne Fachon, Karl-Heinz aus Bad Dürkheim, Josef Keller aus Neustadt, Leopold Reitz ebenfalls aus Neustadt und Dr. Pengel von Südwestkunden aufgeführt. Beim Freundschaftssingen sind 15 Chöre vertreten. Bergungsrichter war kein anderer als Albert Hofmann, damaliger Präsident des Pfälzischen Sängerbundes. Ebenfalls interessant sein Blick in die Weinkarte der Weinkristalle von 1956, also vor 60 Jahren. 20 Weißweine der Sorten Riesling, Silvaner und Raminer, die meisten aber mit der Bezeichnung gemischter Satz. Und nur 2 Rotweine ohne Rebsortenbezeichnung gab es zu verkosten. Ganz anders hieß es ja in der Weinkristalle. Hier gibt es von 75 Weinen über 20 Rotweinen von über 10 verschiedenen Rebsorten, neben Cordobiser Dornfelder und Spätburgunder die Rebsorten Regent, Merlot, Dunkelfelder, Frühburgunder, St. Laurent, Dominat, Cabernet Mitus, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon und so weiter.
Es war für mich in den letzten Monaten unheimlich spannend, in unserem vorbildlich geführten Gemeindearchiv zu recherchieren. Ich habe jetzt sehr viel erfahren können, es wurde den Zeitraum an den Sprengen, wo man auf jedes Winzerfest explizit eingeht. Ja, lieber Herr Ortsbürgermeister Kurt Jansson, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bockenheimerinnen und Bockenheimer, freue mich sehr, dass ich heute als Vertreter des Landkreises Bad Dürkheim bei diesem 75. Winzerfest bei dem Festakt mit dabei sein kann und gratuliere im Namen des gesamten Kreises ganz herzlich allen, die zum Gelingen dieses Festes beitragen und in der Vergangenheit immer wieder beigetragen haben. Ja, wenn man einen Bad Dürkheimer fragt, was nach dem Wurstmarkt kommt, sagt er Weihnachten. Meine Damen und Herren, da fehlt was, nämlich das Bockenheimer Winzerfest, was ein echter Highlight ist, nicht nur fürs Leininger Land, sondern weit darüber hinaus für die gesamte Region. Liebe Gäste, liebe Bockenheimerinnen und Bockenheimer, als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Holstein-Land, ist mir natürlich eine besondere Freude, der Ortsgemeinde den langjährigen Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Geburtstag zu gratulieren. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Gäste zum Teil von sehr weit her in dieser Zeit das Leiningerland besuchen und gerade zu diesem Winzerfest hier sagen, möchten wir uns, ist das eigentlich was ganz Normales. Wenn ein Bock um Wallfisch ist, geht man hier. Daran hat sich die Region sicher schon gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, wir kommen auch gerne hierher. Wir haben eines ganz schön aus dem Blick verloren, das ist richtig, was Herr Langer gerade sagte, das Besondere dieses Weinfestes, nämlich wo gibt es denn ein Weinfest, das mit einem Mundartgottesdienst eröffnet wird, bei dem dieser Dichterwettstreit erfolgt, wo Showbands für ein Rundum-Programm an Unterhaltung und Ablenkung sorgen. Es gibt hier nur in Bockenheim. Zur Krönung am Ende dieses Festes heute Abend. Wir freuen uns darauf, dass das Feuerwerk geboten wird. Und auch, dass das irgendwo in dieser Form nochmal geboten wird. Selbst das größte Weinfest der Welt hat so etwas nicht zu bieten. Deswegen alles Gute, herzlichen Glückwunsch und uns allen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Noch ein Großwort unserer Weingräfin Anna Lena, die erste mich auch noch zu sprechen. Ich durfte alle vier Tage hier begleiten, angefangen am Freitag mit Baden-Weier, da war ich privat da. Dann am Samstag, nicht nur die Mundart, die Stadtwettbewerb, sondern auch noch abends die Beat-Trailers. Das war der Wahnsinn. Gestern war mein persönliches Highlight der Winterfestumzug und dann heute Abend nochmal ein Riesenfeier lernen mit den Tafelhelden. Es war ein super Fest. Nochmal vielen Dank an die Organisatoren und Helfer, ihr habt das super gemacht. Und ich drücke euch die Daumen, dass es nächstes Jahr mindestens genauso wird. Zum Wohl jedenfalls. Guten Abend, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, die heute Abend die Fissveranstaltung natürlich gut besuchen. Und es sieht ja gar nicht so schlecht aus, bei der Außentemperaturen Zelt dreiviertel gefüllt. Ich bin eigentlich damit hochzufrieden und ich bedanke mich auch beim Ortsbürgermeister, meinem Freund Kurt Jansson, dass er vor langer, langer Zeit sagte, wir haben 75. Geburtstag, würdest du kommen zum Festabend? Da fragte er nach einer Festrede, keine Sorge, es gibt ein Festgrußwort, ihr wollt euch ja untereinander mit Sicherheit mehr unterhalten, hielt einen großen geschichtlichen Ablauf zu hören. Ja, 75 Jahre Bockenheimer Winzerfest, meine Damen und Herren. Es gibt ein anderes Jubiläum, das jetzt wegen der großen Feier, der großen Zahl von 75-Jährigen vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Aber wir haben auch 60-jährige Diamantenhochzeit. Vor 60 Jahren die Gemeinden Kleinbockenheim und Großbockenheim sich zu einer Fusion entschlossen haben. Und es auch umgesetzt haben und seitdem trotz allem sehr, sehr friedlich miteinander leben. Ja, meine Damen und Herren, Bockenheim, ob klein, ob groß, hat eine geschichtliche, dem Weinbar zustehende, lange Tradition. Wein saufen ist Sünde. Wein
beten. Also beten wir heute Abend und in den nächsten 75 Jahren. Alles Gute Ihnen, meine Damen. Unsere Freunde aus KWG müssen noch einige Worte an uns richten. Zuerst spricht der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Herr Michael Kehren, und anschließend der Ortsbürgermeister, der Jacques Laché. Und das wird übersetzt dann von Wolfgang Hammer. Bonjour à nos amis de Grenagne. Je me présente, je suis Michel Kehren, le président actuel du comité de jumelage de Grandvilliers et de Beaupénard. Pour la petite histoire, le comité de jumelage a été créé il y a 33 ans entre M. Guy Bouvier, maire de Grandvilliers, et Éric Materne, maire de Beaupénard. Hören Sie, ja, Sie hören. Michel Kehren begrüßt alle Bockenheimer Freunde und er hat sich selbst vorgestellt, er ist der derzeitige Präsident des Partnerschaftskomitees in Grandvilliers. Die Partnerschaft besteht seit 1983. Die Partnerschaft wurde 1983, wie gesagt, gegründet auf Seiten von Grandvilliers durch den Bürgermeister Herrn Mattel und von Seiten Grandvilliers von Monsieur Bouvier. Nous faisons notre possible de faire perdurer ce jumelage et nous nous rencontrons à Grandvilliers et à Bockenheim alternativement tous les deux ans et nous faisons notre possible pour nous venir avec une petite délégation à la fête du vin et toujours le troisième week-end d'octobre. Wir tun alles, um die Partnerschaft weiterleben zu lassen, was nicht immer einfach ist. Und wir bemühen uns jetzt auch schon seit Jahren, zum Winzerfest zu kommen. Außerdem treffen wir uns wechselweise jedes Jahr am Pfingsten, einmal in Grandvilliers und einmal in Bockenheim. Donc pour continuer de faire perdurer notre partenariat, nous organisons chaque année un marché de Noël à Grandvilliers où nous faisons connaître à la population le bon vin de Bockenheim et aussi les Christolen. Um die Partnerschaft eben noch weiterleben zu lassen, veranstalten wir jedes Jahr auch in Grandvilliers einen Weihnachtsmarkt, bei dem wir die guten Bockenheimer Weine ausschenken und vor allen Dingen auch den Christstollen deswegen bekannt gemacht haben. Nous souhaitons une bonne. Nous remercions la ville, la commune de Bockenheim, pour son invitation pour ce 75e anniversaire de la fête du jumelage, de la fête du vin, excusez-moi. Et nous sommes venus avec une petite délégation de 25 personnes. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich für die von Bockenheim ausgesprochene Einladung, der wir gerne gefolgt sind. Wir sind mit einer kleinen Delegation von 25 Personen aus Grandvilliers angereist. Espérons que notre jumelage perdurera encore très longtemps. Vive Bockenheim, vive Grandvilliers, vive l'Allemagne, vive la France, vive l'Europe. Zum Wohl! Ich hatte beim letzten Absatz vergessen zu sagen, dass Grandvilliers zum 75. Geburtstag des Winzerfestes ganz herzlich gratuliert. Wir werden gerne wiederkommen und ich schließe meinen Vortrag jetzt ganz einfach mit Es lebe Bockenheim, Es lebe Grandvilliers, Es lebe Frankreich, Es lebe Deutschland, vor allen Dingen Es lebe Bockenheim. Messieurs les Présidents, Monsieur le Député, nous sommes très heureux d'être
ici avec vous depuis trois jours. Nous avons passé d'excellents moments et nous vous remercions d'avoir organisé cette grande fête pour les 75 ans. Liebe Bogenheimer Freunde, liebe Ehrengäste, lieber Freund und Ganzer, wir bedanken uns für die Einladung, hierher kommen zu dürfen. Und ich kann nur sagen, dass wir vier tolle Tage hier verlebt haben. Die Personen, die sind venus ici pour trois jours, les jeunes, les moins jeunes de Grandvilliers, sind très très heureux de passer un moment convivial en dégustant votre bon vin. Alle Bürger aus Grandvilliers, seien sie jetzt älter oder jünger, sind gerne hierher gekommen und haben davon profitiert, den guten Wein zu probieren. Et dans le cadre du jumelage, ces rencontres sont des moments privilégiés pour parler un petit peu de la politique en Allemagne, de la politique en France. Monsieur le député, le jumelage, ce sont des constructeurs de l'Europe. Unsere Treffen helfen uns auch, nicht nur freundliche Worte auszutauschen. Hier, und jetzt hat er sich mit den Deputierten gewandt. Ne? Wir reden über Politik, wir tauschen uns aus und wir beteiligen uns damit an dem Aufbau von Europa. Je voudrais remercier Kurt, bien sûr, mais aussi remercier Wieland et Heike qui ont été les responsables de toute cette organisation pour ces trois jours. Félicitations à eux deux et à toutes les personnes qui les ont aidés pour cette magnifique fête du vin. Ich möchte nicht nur Kurt Janssen Dank sagen, sondern auch Heike und Wieland Benz, die dieses Fest hervorragend organisiert haben, und natürlich auch allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die dazu beitragen, ein solches Fest auf die Beine zu stellen. Pour terminer, je voudrais dire à Kurt que nous serons là dans 25 ans pour le centième anniversaire. Vive Bogenheim! Und Jacques Larcher hat damit abgeschlossen, dass er Kurt Janssen in die Hand versprochen hat, dass man den 100. wieder hat. Wir haben noch eine kleine Ehrung vorzunehmen. Und ich bitte mal die Frau Held hier auf die Bühne. Als erster Beirat der Gemeinde Bogenheim und mit zuständig für das Fest, möchte ich mich als allererstes recht herzlich bei allen Helfern, die hinter der Theke beim Aufbauen, beim Organisieren und allem umran geholfen haben, recht herzlich bedanken, damit das Fest in dieser Form, wie es heute oder das ganze Wochenende über gefeiert wurde, so gelingen konnte. Vielen herzlichen Dank. Ein Fest auch richtig zu einem Fest wird. In dieser Größenordnung braucht man natürlich auch Schausteller. Wir können stolz sein, hier in Bogenheim Schausteller auf dem Platz zu haben, die den Festplatz wunderbar beleben. Ich möchte allen recht herzlich danken und stellvertretend für alle haben wir hier auf der Bühne Frau Held. Frau Held ist seit 60 Jahren, also sie war noch recht jung, heute ist sie 85, aber seit 60 Jahren ist sie hier mit ihrem Stand auf dem Bogenheimer Winzerfest. Und das möchten wir mit ihr gratulieren.
Jahre. Ununterbrochen immer da gewesen, keine Absage, immer da. Toll. Vielen herzlichen Dank. Ich bringe Sie wieder an Ihr Automate, denn Sie hat noch ein bisschen was vor. Die Pfalz.